Das ist super lieb von euch. Schön auch, dass die alten Bilder rausgekramt wurden. Keinen Tag gealtert seitdem. Ja, ich möchte nochmal Danke an euch sagen für die vielen freundlichen Worte, die mich erreicht haben, seit ich vor einem Jahr gesagt habe, dass ich nicht nochmal antrete. Ich habe mich darüber wirklich gefreut. Danke auch für die ernst gemeinten Bitten von jenen, dass ich doch weitermachen soll. Nein, ich habe das Abgeordnetendasein jetzt für mich beendet. Also noch sind es ein paar Wochen, aber dann ist Schluss. Es waren spannende Jahre. Katina hat ja hier kurz schon mal was dazu gesagt. Als ich vor 30 Jahren in Altmarzahn 64 in der PDS-Geschäftsstelle angeklopft habe, Norbert sitzt da. Norbert saß damals oben in der Ecke, guckte aus dem Fenster, Yvette war eine Etage weiter oben und ich habe ganz schüchtern gefragt, ob ich PDS-Mitglied werden darf. Da war das noch eine Zeit, wo eher Leute rausgegangen sind aus der Partei. Und ich habe nicht gedacht, dass ich Mitglied des Abgeordnetenhauses, Bezirksvorsitzender, Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender und Bundestagsabgeordneter werde. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht 30 Jahre Revue passieren lassen. Ich möchte aber eine Phase mal herausgreifen und das nervt jetzt vielleicht einige, aber das ist mir wichtig. Nämlich die 5 Jahre, die in meinem politischen Leben wohl die aufreibendsten, anstrengendsten, aber auch spannendsten Jahre waren, nämlich die Jahre von 2001 bis 2006. Als ich am 1. Dezember 2001 zum Landesvorsitzenden gewählt wurde, hat mich abends Peter Strieder angerufen, der war damals SPD-Vorsitzender, und hat gesagt, Herr Liebig, die Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition in Berlin sind gescheitert. Ich lade Sie und Ihre Partei zu Koalitionsverhandlungen ein. Und ihr wisst, wir haben diese Koalition gebildet, wir haben den Senat gewählt, der hat seine Arbeit begonnen. Und nicht mal 12 Jahre nach dem Mauerfall haben wir von Marzahn bis Spandau, von Pankow bis Neukölln eine Stadt regiert, die kurz vor dem Bankrott stand. Und ich kann euch versichern, große Teile der Stadt, vor allem im Westen, waren damals nicht begeistert. Und ich weiß, diese Zeit gilt heute in der Parteigeschichte nicht als die große Erfolgsstory. Aber sie war auch mehr als Sparpolitik, GSW-Verkauf und Wahlniederlagen. Als wir angetreten sind, damals mit Rot-Rot, haben wir einen Schlusspunkt für die Privatisierungsabsichten bei BVG, BSR, Charité und Vivantes gesetzt. Damals war die Übergabe aller städtischen Kitas an freie Träger und übrigens unter Mitwirkung von Bündnis 90 Die Grünen bereits ausgehandelt. Wir haben das gestoppt und das war nach den bereits erfolgten Verkäufen von BEWAG, GASAG und Wasserbetrieben durch die Große Koalition alles andere als selbstverständlich und ein hartes Stück Arbeit. Ich weiß noch, wie wir, Klaus und Harald und ich, gestritten haben um die WBM, die Wohnungsbaugesellschaft in Mitte. Das war kurz vorm Koalitionsbruch und wir haben es geschafft, dass die Wohnungsbaugesellschaft Mitte in städtischer Hand geblieben ist. Wir haben damals mehr Demokratie eingeführt, Volksbegehren, Volksentscheide erleichtert. Die sehr gute Initiative Berlin hat Eigenbedarf, die wir und Co. enteignen, ist auch dadurch möglich. Ich erinnere mich noch an eine große Schlacht in der Stadt, als die christlichen Kirchen mit Unterstützung von Springer und Wolfgang Thierse, dem Bundestagspräsidenten, und Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, das Wahlpflichtfach Religion hier in Berlin einführen wollten. Wir haben das mit Hilfe der Berlinerinnen und Berliner zurückgeschlagen und ich glaube, das war der einzige Volksentscheid, wo die Berliner an der Seite ihrer Regierung standen. Und wer heute aus dem Karl-Liebknecht-Haus kommt und die Zitate von Rosa Luxemburg im Boden sieht, das war eine Schlacht damals bei den Koalitionsverhandlungen, ein Denkzeichen für Rosa Luxemburg in unserer Stadt zu verabreden. Die Rückgabe der Ehrenbürgerwürde an Nikolai Bersarin, den ersten Stadtkommandanten Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg, oder wie Teile des alten Westberlin getobt haben, als Marlene Dietrich posthum zur Ehrenbürgerin wurde. Und auch das Berlin neben dem rot-rot regierten Mecklenburg-Vorpommern die einzigen Bundesländer waren, die die Hartz-Reformen im Bundesrat nicht unterstützt haben. Das war übrigens eine Zeit, als die Gewerkschaften noch dafür waren. Das war eine ehrliche Schlacht. Ich weiß noch, dass wir da mit dem Koalitionsbruch drohen mussten im Senat, weil es Klaus Wowereit sehr wichtig war, bei dieser tollen Reforminitiative mitzumachen, durfte er aber nicht. Es war ein Wert.
Es stimmt schon, wir haben eine Menge Lehrgeld bezahlt, wir haben auch eine Menge Fehler gemacht, aber wir haben auch viel gelernt, was uns aus meiner Sicht bis heute und in vielen Bundesländern und vielleicht ja auch demnächst auf Bundesebene nutzt. Und es war ein Wert an sich, dass aus einem Westberliner Senat eine Regierung für die ganze Stadt wurde. Das ist sie bis heute und darauf können wir verdammt stolz sein. Die Rückkehr der CDU war dann ja auch nur ein kurzes Intermezzo. Möge es so bleiben. CDU raus aus der Regierung ist hier schon Realität. Zum Schluss, ich möchte euch, meiner Berliner Partei, besonders aber meinen Marzahner und Pankower Genossinnen und Genossen sowie meinem Team im Bundestag dafür danken, dass ihr mir diese aufregende Zeit ermöglicht habt. Ich wünsche euch und uns viel Erfolg für die Zukunft. Macht's gut.